Leipzig, Klinikdirektor Professor Dr. Al-Chiriki nimmt Auszeichnung entgegen. Die Klinik für kosmetisch-plastische Chirurgie und ästhetische Lasermedizin in Leipzig gehört zu den führenden Häusern in Deutschland. Hier fand der Fachkongress zur 55. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für plastische und Wiederherstellungschirurgie statt. Denn die Klinik in Leipzig ist nicht nur als erste Adresse in Sachen Schönheit bekannt, sondern auch in Bezug auf Chirurgie bei Schwerstverletzten, beispielsweise nach Unfällen. Dazu Klinikdirektor Prof. Dr. Al-Chiriki. Wir sind die Gastgeber diesem Jahr für die Jahrestagung. Wir haben namenhafte Kollegen bundes- und weltweit. Wir freuen uns. Im Tagungsbereich der Klinikvilla von Professor Dr. Al-Chiriki tauschen sich die Spezialisten über neueste Operationsmethoden und aktuellste medizinische Kenntnisse aus. Während im Foyer in kleinem Kreise diskutiert und sich ausgetauscht wird, gibt es in den Tagungsräumen Vorträge von Koryphäen zu unterschiedlichen Fachthemen. Und das über mehrere Tage hin. Darüber hinaus zeichnet der hochkarätig besetzte Kongress besondere Leistungen aus. So nimmt auch Klinikdirektor Prof. Dr. Al-Chiriki eine Auszeichnung entgegen. Auch er ist einer der Spezialisten, der oft sehr entstellte Unfallopfer operiert und wiederherstellt. Logisch, dass er dieses Know-how auch bei seinen Schönheitseingriffen anwendet, für die er weit über die deutschen Grenzen bekannt ist. Weitere Preisträger sind Prof. Dr. Med. Ralf Herbert Gahr und Prof. Dr. Med. Bernd Rudolf Muck. Mit der Teilnahme an medizinischen Kongressen wie diesem stellen Prof. Dr. Al-Chiriki und die Klinik für kosmetisch-plastische Chirurgie in Leipzig sicher, dass die Patienten immer die neueste und angemessenste medizinische Versorgung erhalten. Auch deshalb verfügen der Professor und die Klinik über eine ausgezeichnete Reputation.